Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Nach der großen Politik geht es jetzt hier um den großen Sport. Wird Ihnen ja wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass wir dieses Thema bis jetzt in dieser Show ausgespart haben. Das sportliche Großereignis der letzten Wochen. Man kam ja nicht dran vorbei, nicht wahr? Medien, Hype, Autofähnchen, Autokorsos. Es war Weltmeisterschaft. Ne? Letzte Woche ist ja die Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Aber irgendwie, ich glaube, Sie sind doch gar nicht so... Es war gar nicht so ein großes Thema irgendwie, ne? Es kann sein. Es ist... Ich glaube, es gibt doch... Weltmeisterschaft ist nicht gleich Weltmeisterschaft, ne? Sportliches Großereignis ist nicht gleich sportliches Großereignis. Es gibt da gewisse Unterschiede. Manche werden mehr gehypt und andere fallen irgendwie nicht so richtig auf. Ich glaube, es ist in erster Linie eine Sache des Marketings, wie der große Sport hervorgehoben wird. Zum Beispiel ein wichtiges Ding immer ist ja eine Hymne. Ne, wir erinnern uns ja immer, letzte Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter, Olympische Spiele, es gab immer eine große Hymne. Und ich glaube, die Sportart, um die es hier jetzt geht, da fehlt bis jetzt so die große Hymne. Vielleicht fürs nächste Mal, wenn Weltmeisterschaft ist, habe ich da mal so einen Vorschlag, wie so eine Hymne aussehen könnte. Denn die Besten treten an, ziehen die Welt in ihren Bann. Und die große Chance ist da und das große Ziel ganz nah. Heute werden Träume wahr. Doch nur einer kann es sein, geht in die Geschichte ein. Spielfiguren dicht an dicht rücken jetzt ins Rampenlicht. Für den Titel, für den Preis laufen die Gehirne heiß. Jetzt gilt schwarz oder weiß. Zug um Zug, dem Ruhm entgegen, er oder du, die Welt schaut euch zu, beim Überlegen. Zug um Zug, wird jetzt gefeitet, Blicke komplett. Auf das Brett, das die Welt bedeutet. Zug um Zug. Schach, Weltmeisterschaft. Der Weltmeister wird Arthur Weiss. Es scheint, dass er bereit war zu kämpfen. Zum ersten Mal im Wettkampf diese zu D4. Das kann sehr zweischneidig sein. Schwarz gewinnt etwas rar. Aber das gibt Weiss etwas mehr Freiheit im Zentrum. Schwarz hat diese Bahnmehrheit hier am Damenflügel. Also immer noch sehr, sehr kompliziert. Wunderbar, unglaublich. Und hier war fantastisch.